Hallo, herzlich willkommen an der Sternwarte Aachen. Mein Name ist Jessi und ich freue mich, dass ihr zumindest digital heute zu uns gefunden habt. Unsere Sternwarte hier in Aachen ist schon 85 Jahre alt. Und gemeinsam wollen wir uns heute mal unseren Original Zeiss-Refraktor, also unser Linsenteleskop, anschauen. In der Sternwarte Aachen haben wir ein Linsenteleskop, auch Refraktor genannt. Mit so einem Teleskop können wir weit entfernte Objekte, zum Beispiel den Mond oder andere Planeten, beobachten. So ein Linsenteleskop funktioniert im Prinzip wie unser Auge. Durch ein Loch vorne im Auge, unsere Pupille, fällt Licht ins Auge. Und die dahinter sitzende Linse bündelt das Licht und führt es bis an die Rückseite des Auges, so dass wir schließlich Objekte sehen können, wie beispielsweise unser Teleskop. Auch unser Refraktor hier, also unser Linsenteleskop, hat vorne ein Loch, durch das das Licht ins Teleskop fällt. Und dahinter, wir spiegeln uns, hallo, sieht man eine Linse. Deswegen heißt dieses Teleskop auch Linsenteleskop. Und das Licht wird genau wie beim Auge durch diese Linse zusammengeführt und dann dieses ganze lange Rohr bis nach hinten bzw. unten geführt, bis es schließlich dort ankommt, wo wir ins Teleskop schauen können, nämlich am sogenannten Okular. Das Teleskop kann aber etwas ganz Entscheidendes, was wir mit unserem bloßen Auge nicht können. Es kann nämlich vergrößern. Wenn wir hier durch das Okular schauen und zum Beispiel den Mond beobachten, dann ist er viel, viel größer, als wenn wir einfach mit dem bloßen Auge auf den Mond schauen. Der Mond erscheint uns dann plötzlich ganz nah. Wusstet ihr, dass die Dinge, die wir uns ansehen, am hinteren Ende des Auges verkehrt herum ankommen? Eigentlich sehen wir alles auf dem Kopf. Doch unser Gehirn ist so schlau und dreht alles für uns wieder um. So, dass wir alles richtig herum sehen. Auch am anderen Ende unseres Teleskops kommt alles verkehrt herum an. Doch unser Teleskop hat nicht so ein schlaues Gehirn wie wir. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Mond nicht unbedingt auf dem Kopf sehen möchten, könnten wir ein bisschen nachhelfen und ein sogenanntes Amici-Prisma einbauen. Das würde dann genau das Gleiche machen wie unser Gehirn, nämlich die beobachteten Dinge, zum Beispiel den Mond, richtig herumdrehen. Jetzt wissen wir also, wie ein Linsenteleskop funktioniert. Es gibt aber auch noch andere Teleskope. Und die stellt euch jetzt das Team der Sternwarte Essen vor. Viel Spaß dabei! Tschüssi!